Der Inhalt dieses Beitrags mag vielen Menschen ansatzweise bekannt sein. Es handelt sich um schweren Kindesmissbrauch, Kinderschändung und Kannibalismus in Verbindung mit Satanismus. Der Inhalt dieses Beitrags könnte auf sensible Menschen verstörend wirken. Deshalb schaut und hört euch das nur an, wenn ihr persönlich gefestigt seid und ein Mindestalter von 18 Jahren nicht unterschreitet. Wenn ihr euch also nicht in der Lage fühlt, die brutale Realität des rituellen satanischen Missbrauchs in unserer Gesellschaft als Thema aufzunehmen, dann schaltet jetzt bitte besser ab. Es war im September 2014, als eine Mutter aus Hampstead in Großbritannien ihre beiden Kinder Elisa und Gabriel zur Polizei brachte, dass sie dort die Dinge erzählen sollten, die sie belasteten. Elisa und Gabriel waren zu Hause auffällig geworden. Sie waren aggressiv, sie schlugen sich gegenseitig blutig, in einer Art und Weise, wie Kinder das normalerweise nicht tun, und sie fassten sich auch an den Genitalien an. Dem Lebenspartner der Mutter war dies zuerst aufgefallen, und er fragte die Kinder danach, wer ihnen aufgetragen hätte, sich gegenseitig in der Art zu berühren. Es stellte sich heraus, dass der leibliche Vater dies getan hatte. Und die Kinder beschuldigten den Vater, der Chef eines satanischen pädophilen Rings zu sein, in dem auch Kannibalismus betrieben wird. Die Kinder wurden vom Lebenspartner der Mutter und ihrer Mutter zur Polizei gebracht und machten dort ihre Aussage. Sie machten insgesamt drei Aussagen. Die erste Aussage, die wurde bei einem Polizisten namens Jean Clermont gemacht und diese Aussage verschwand einfach von seinem Laptop. Die hier gezeigten Bilder entstammen der zweiten Vernehmung der Kinder und sind sozusagen bereits entschärft. Sie sind in der Art und Weise entschärft, als dass der vernehmende Polizist namens Steve die Fragen so stellt, dass es mehr um den Hintergrund der ganzen Angelegenheit geht, also um die Örtlichkeit oder um die Namen und um Begebenheiten, die nichts mit dem eigentlichen Satanismus zu tun haben. Dennoch ist in diesem mehr als einstündigen Video der Sachverhalt von den Kindern ganz genau geschildert. Schauen wir uns jetzt die einzelnen zusammengestellten Szenen an. Also du lebst bei deiner Mutter und siehst deinen Vater nur gelegentlich. Dad, do you? My dad, Ricky. Ja, ich sehe ihn normalerweise jeden zweiten Samstag nach Beschluss des Gerichtes und er hat Mom angelogen. Ich sehe ihn nämlich täglich in der Schule. Er kommt in unsere Schule. And do you As see the him every two court Saturdays? orders Okay. Do say you see that. him every two Saturdays? Nope. We see him every single day. Every single day. And how do you At do that? school. He comes to our school. Oh, does he? And what does he do at the school? He does sex to us. He kills babies there. Right. We eat babies. Was macht er in der Schule? Er macht Sex mit uns. Er tötet dort Babys. Und wir essen Babys und trinken ihr Blut, meistens mittwochs. Das geschieht oft an diesem Tag. Okay, wir gehen das Schritt für Schritt mal durch. Dein Vater kommt also jeden Tag in die Schule. Was bedeutet das? What does that mean? He comes That to your means school every so day. that means he comes like whenever we have school on Saturdays, he comes and sees us there. Whereabouts does he come and see you? My school, Christchurch Primary Yeah, School, okay. yes. Er kommt in unsere Schule und trifft uns dort. Meine Schule heißt Christchurch Primary School und wir leben ganz in der Nähe. Because we live in 5 Paterson Road, and after he comes to our school. Okay. So who drops you off at school in the morning? My mom. Wer bringt euch morgens zur Schule? Meine Mom. Was passiert, wenn sie euch zur Schule gebracht hat? Das Personal stellt sicher, dass meine Mom weg ist. Mr. Morris, der Hausmeister, ruft meinen Vater an und sagt, dass alles klar ist. He goes around the school areas and checks if my mom is there or anything, like if the coast is clear. And after they call my dad and say that everything's all right, my mom is not there, it's air clear. How do you know that? Woher weißt du das? Weil sie die Telefonnummer meines Vaters haben und ich die Stimme meines Vaters erkannt habe. Wo warst du, als du die Stimme deines Vaters erkannt hast? Im Personalraum. Was machst du dort? Weil sie dort immer Sex mit mir machen. Why were you in the staff room? Because that's where they do sex to me. So why do you go? Warum gehst du nicht in deine Klasse?
Manchmal gehe ich auch in meine Klasse, ja. Yes. Right, so we go to class sometimes, okay. Yes. Okay, so you go to class. Yes. Okay, and then what happens when you get and to then class? And then they got this in my class. In meiner Klasse gibt es einen Raum an der Rückseite, in dem es Süßigkeiten gibt. Speziell für die Kinder, die damit belohnt werden und die Sex dafür machen. Sweets, prizes, especially to pay the children with sweets to do sex to them. Right. Yeah, so they give sweets as much as they like. Yeah. So viel Süßigkeiten, wie die Kinder wollen. So they're like full. They're done. Und wenn sie die Süßigkeiten gegessen haben, dann machen sie Sex mit ihnen. Sie bezahlen sie also damit. So like they pay them sweets and after they do what they want them to do. Okay. They will, und danach machen sie mit ihnen, was sie wollen. Mit welchen Kindern machen sie das? Wir sind 200 Kinder an der Schule und das betrifft aber nicht alle. Okay. That's 20 special children. So, who are these 20 special children? There's Millie. Das machen sie mit 20 speziellen Kindern, zum Beispiel Millie Cowell, einem farbigen Mädchen. So how do you know she's one of the 20 special children? Woher weißt du, dass Millie eine davon ist? Ja, sie machen es meistens mit ihr. Who's they? Who's they? Wer sind sie? Die Lehrer, die Eltern, das Personal. Machen das alle Lehrer oder nur spezielle? Nein, die ganze Schule macht es, alle Lehrer. Wir gehen dazu auch in die Kirche. School and we got our own church. Yeah. Danach gehen wir in die Kirche. Ich sagte ja, wir töten Babys, trinken ihr Blut und essen sie. But then after we so the social services who are in it. Der soziale Dienst, der dazugehört, geht zu den Familien, die kein Geld haben und die die Kinder vernachlässigen. Look after it when they can't buy. Die verkaufen dann ihre Kinder und der Sozialdienst kauft sie. So they sell the families who sell their children. Yeah. So the social services get them. Sie sagen ihnen, dass sie sie zur Adoption geben, aber das tun sie nicht. These are the children, and then they get Miss Marden, yeah. Our nurse in our school. Miss Marden, unsere Krankenschwester, gibt den Babys dann die Spritze. In the neck, just here. Woher weißt du das? Ich hab's gesehen. Yeah. Because I saw her doing it. I saw her doing it. How did you see her doing it? Because I saw her in the store. Woher weißt du das? Ich sah sie im Personalraum. Sie zog die Spritze auf. She didn't see the baby was there. It was just sitting on the table. Right. And I was just laughing there. And after she. Das Baby saß lachend auf dem Tisch und nach der Injektion schlief es langsam ein. But not like, not just like a thud. Not like just fell straight away. They put because it looked. Es fiel nicht einfach um, sondern schlief langsam ein. Yeah, so okay. After, they, und danach haben sie es mit den Füßen nach oben aufgehängt. Get the baby, they hang it upside down. Yes, with the string. From where? Sie haben es mit einem Seil an den Füßen festgebunden, an den Haken an der Wand aufgehängt. So it is a screw. And they put a string, it's like a circle string, yeah. Tie it to the legs, hang it upside down, and then they get a special, the knife they use for cutting the baby's head off. So, you know this big ones, like... Und sie haben ein spezielles Messer, um dem Baby den Hals aufzuschneiden. Das ist wie so ein chinesisches Messer, auch mit Haken dran. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Du hast es genug beschrieben. Okay. So then because our dad, he forced. Mein Vater hat uns die Hand geführt, dem Baby den Kopf abzuschneiden, weil wir einfach nicht stark genug sind. He has us to hold the knife, and he puts his hand at the top of our hand, and he helps us to cut the baby's head off, because he's learning. Er bringt uns das bei, weil wenn wir alt genug sind, können wir das dann mit unseren eigenen Kindern so machen. Und wo passierte das? In der Küche der Kirche. The church, in the kitchen in our church. The kitchen in the church. Yes, they okay. Got. Yes. So. Der Strick. Erzähl mir von dem Strick. So it's just like, it's not just like just a thin normal string. Der Strick ist ungefähr fingerdick. That thick. Okay. And they tie around. Okay. Like in a circle. Sie machen zuerst eine Schlaufe. Ja, wo machen Sie es denn am Baby fest? Ja, Sie binden zuerst die Beine zusammen. Legs together, tie on, yeah. And so. Und sie hängen es dann mit der Schlaufe an einen Haken an die Wand. Aber sie schneiden dem Baby den Kopf nicht ganz ab.
the knife, but they don't just cut it off absolutely. This is still on. Der Kopf wird nicht ganz abgeschnitten, er hängt immer noch dran. Okay. Yes, and then there's a big white bowl on the floor. Da steht dann eine weiße Schüssel drunter, dort wird das Blut aufgefangen und anschließend dann in ein silbernes Gefäß gegeben. Okay, so where is this white bowl? Where did they get the white bowl from? They bought the big white bowl. From where? From there's an any shop, any white. And where did they get the bowl from this time? Any shop like this. So you know Woher kommt diese Schale? Ich weiß es nicht. Das gibt's eigentlich in jedem Shop. Man bekommt sie überall. Ich glaube, sie bekommen sie aus der Nähe der Station Brand Cross. Wie kann ich diese Schüssel finden in der Kammer? Also wenn du reinkommst, dann ist da dieser große Tisch und da ist dann ungefähr diese Kammer. And here's this big table. Yeah. And there's this little. Dieser Schrank ist ungefähr so groß da wie dieser Rahmen und auch braun. It's like a bit bigger than that size, and it's just that a bit that color of wood, a bit brown. Yeah. Er hat ganz normale Holzgriffe. Handles and just like this, just wooden handles. Okay. So you have to open. Also wenn du den öffnest, dann siehst du dann die weiße Schüssel und dieses silberne Gefäß. It's that we used to eat the baby on, yes. So, and it. Und da ist auch die silberne Platte, von der wir das Baby essen. She killed the babies was my father. He kills the babies. Okay. So es ist mein Vater, der die Babys tötet. Also da ist dieser Haken, da ist der Strick und dann muss man auch noch feststellen, ob das stark genug ist, ob es hält. Yeah. So they put it because they got the, because Mr. Morris. Mr. Morris arbeitet mit Hammern und so und der hat den Haken reingemacht und hängt auch das Baby auf. The screw in the wall and after he hangs it up, he hangs the baby up. Right, okay. And Papa and me. Yeah. Gabriel oder ich halten dann das Messer und Papa führt uns die Hand und er tötet das Baby. Baby, because he puts his hand on our right, hand. Okay. Then he says to swing and just chop off the baby's head off, but like stop straight away, like maybe for maybe so, like once so. Er führt uns dann die Hand und schlägt zu, aber der Kopf des Babys muss dranbleiben. But it's just the blood is dripping in the bowl then. Das Blut tropft dann in die Schüssel und so machen wir das. Blood dripping. Does blood not go like everywhere? No. We don't make that. We go like this. Like we don't just. Spritzt das Blut dann überall hin? Nein. Wir machen das so, dass es mit mittlerer Geschwindigkeit geschieht. Dann spritzt das nicht so. Just like medium speed. So you just go like that fast. Like. Das ist dann ungefähr so schnell, wie gezeigt. Wir müssen sicherstellen, dass das Blut nicht überall hinspritzt, denn es muss anschließend alles weggeputzt werden, sauber gemacht werden. They clean after that too. Okay. So if this blood is on the floor. Wenn Blut auf den Boden kommt oder so, dann muss es weggemacht werden, weggewischt werden. So blood's in the bowl. Yes, and then we put. Also das Blut ist jetzt mal in der Schüssel. Was macht ihr danach? Ja, dann kommt es in dieses silberne Gefäß rein. Woher ist denn das silberne Gefäß? Ja, ich weiß nicht, welcher Shop. Yes, it's with the white bowl in the same. Das silberne Gefäß befindet sich im selben Schrank wie die weiße Schüssel. Hanging on the screws in a different kitchen, is that right? Yes. Okay. Because they get the bowl from. Sie besorgen die Sachen aus einer anderen Küche. So where are all the people that work in the canteen then when this happening? I don't understand. Well, there's also if it's a kitchen. Ist das dieselbe Küche, aus der die Kinder ihr Mittagessen bekommen? Ja, dieselbe Küche. Aber anstelle, dass die Kinder Mittagessen bekommen, bekommen sie Baby zu essen. They give baby to the children. Yes, they give like if they make if they. Ja, wenn es Spaghetti Bolognese gibt, dann nehmen sie Babyfleisch dazu. Die ganze Zeit, immer. Wie kommt jetzt das Babyfleisch da rein? Yes. Mrs. Forsdyke, die Hauswirtschafterin, zerschneidet das Baby. Forsdyke, yeah. The headmistress, she cuts the baby. And what about all the bones in there? Yes. They keep the bones. Ja, und was ist mit den Knochen? Ja, die Knochen behalten sie. Just they keep them. They make stuff out of them. Not so they what? Make like statues of the Where church. Where are all these statues? Yes, die Knochen dienen als Grundlage für Statuen. Sie machen Statuen daraus für Kirchen oder aber Gebäude, Kirchen selber.
Es gibt da einen Mann namens Felix, der macht da Statuen draus aus Holz, Gips und die Knochen dienen als Grundlage. He makes just like he makes statues of churches. He makes that kind of stuff. Let's say he makes. Ja, das macht er. Sorry. Entschuldigung, könnt ihr da draußen bitte mal etwas leiser sein? Ich habe hier ein Interview. Oh, das wussten wir nicht. Ja, ist okay. So it's just like they make like statues and stuff out of the bones. Yeah. Because it got carved, as I said, it got carving people. Also zwei Männer namens Felix und Max basteln mit diesen Knochen und stellen diese Dinge alle her. The best ones at carving. So Wir haben ja unsere eigene Kirche und sie haben die Kirche nachgebildet mit diesen Babyknochen drin und sie haben es nicht verkauft. they send it some. Normalerweise verkaufen sie es, aber manchmal behalten sie es auch. Aber sie wollen eigentlich Geld haben, deshalb verkaufen sie es. Woher weißt du denn das alles? Ja, ich habe es gesehen, wie sie das machen. Okay, so Felix makes statues. Yes, and the And he skulls of the he babies, you know the yeah. skulls? Yes, they get. Ja, und mit den Schädeln machen sie was ganz anderes. Da bohren sie ein Loch rein und ziehen Schnüre durch und machen einen Kopfschmuck oder Körperschmuck davon. They put all around the. Sie legen dann diese Schädel an, wenn sie nackt sind, und sie haben kleine Piercings um ihre Genitalien. Und sie tanzen dann in der Kirche mit diesen Schädeln, die sie angelegt haben. Private. Yeah. And they all dance around with skulls on. Die Lehrer und das Personal haben jeweils 20 Schädel. The teachers and the staff, they got 20 skulls each. Woher weißt du das? Weil ich sie gezählt habe. Sie haben Schädel hier, sie haben Schädel da. Und es sieht aus, als ob sie überall nur Schädel hätten. Skulls everywhere, on the knees, on the elbows. It looks like armor. Wenn ich jetzt diese Schädel suchen würde, wo müsste ich da suchen? Skulls, where would I Yes, find them? yes, yes, in the church. In the Where in the church. church? So there's this. In der Kirche, weil sie haben dort geheime Räume. So when you go in. Sie haben an vielen Orten in den Kirchen geheime Räume. Würdest du mir denn helfen, welche zu finden? Ja. Yes. Okay. Yes, but they So. just hide them anywhere. They just hide it like in one place, then they move. Die Orte, wo die Schädel aufbewahrt werden, die wechseln ständig. I go into the church now. Yes. Normalerweise verstecken sie zu Hause die Schädel, weil sie dort Partys haben. Because they How do you have know that? parties in their houses. Okay. Because And Mr. how do you know Hollings, that? my teacher, Yes. he lives in Highgate. Ja, da ist Mr. Hollings, mein Lehrer. Ich kenne sein Haus. Er hat eine Pforte vor dem Haus und ich erkenne es wieder. So, how do you know he keeps them in his house? Because Woher weißt du, dass Mr. Hollings da Schädel aufbewahrt hat? Ja, weil es top secret ist. Ich war schon mal da drin. Das ist top secret. Maybe this because sometimes he keeps spare clothes, as I said. Yeah. So you've got a hanger and you've got just clothes, the coats or anything like Yeah. that there. And after you have to apart. Er hat geheime Räume in seinem Haus. Hinter einem Schrank, da gibt es eine geheime Tür, die getarnt ist. Es hängen Kleider davor, man kann sie nicht sehen. Door. So here's the clothes, but you can't see the door because the clothes are at the front of it. Yeah. It's all there. Du musst also die Kleider auseinander machen, sonst siehst du die Tür nicht. Es sieht aus wie eine ganz normale Wand, aber es ist ein Holzgriff dort. Yeah. But it's not a normal wall. It got a little handle there. Is it? Wie sieht dieser Griff aus und wie kann ich ihn finden? It's like not like a handle like that, but it's still wooden. It's like a bendy one, like. Es ist ein normaler Griff wie dieser dort, aber eben aus Holz. Okay. And when I open that door, Yes. what do I So find? then inside. Wenn ich also die Tür öffne, was finde ich dann? Ja, da geht es in den Untergrund und da ist ein Gang und da ist ein großer geheimer Raum. Hallway, and then on the right there's this door, and then there's the big, enormous secret room. And what's in the secret? Was ist in diesem geheimen Raum? Ja, da sind überall Schränke. Where? Und sie machen da auch Sex. Woher weißt du das? Ja, sie haben mich da hinuntergebracht und haben Sex mit mir gemacht. Mein Vater. Poor father, Mr. Hollings took So, me. you're who? My father. Your father, sorry. Okay, do you call him father or papa? Is Papa. it papa? So, papa's taking you down there. And what did you do there? So it's just like. Sie haben dich also da runtergebracht und Sex mit dir gemacht. Was heißt Sex? Sie benutzen Plastik-Willys, Plastik-Dildos. Die benutzen sie zuerst, weil sie ihren richtigen Willy gebrauchen wollen. Plastic willies, they don't want to use their real willies. Why not?
Warum benutzen Sie diese Plastikwillis? Sie wollen sicherstellen, dass es weh tut. Who's they? So Papa and who else? Mr. Hollings, headmistress. Okay, so all Papa, the teachers. Mr. Hollings, the headmistress. Yes, Miss Marden, Mr. Fanoni, Mr. Gorge. Okay, so who done it when you went? Wer war also alles anwesend? Das gesamte Schulpersonal. All the parents, you know, the parents of all yeah. the children. Und auch die Eltern der Kinder. Sie alle wissen davon. And so you've got in there. Yes. And who's used? Und wer hat diese Dildos an dir benutzt? Alle haben das getan. Und wo halten Sie diese Plastik-Willis? Wo legen Sie sie ab? In den Schränken, die umherstehen. Okay. So they've got like maybe two cupboards there and two cupboards there. They've got cupboards around, all okay. around the room. Okay. So I want to just make sure I get it absolutely. Diese Dildos befinden sich in den Schränken und da gibt es auch noch andere Ausgänge, denn sie trauen Gabriel und mir nicht. Falls sie mal ganz schnell raus müssen, benutzen sie diese Ausgänge. Yeah. That because they say that not to tell anyone about yes. this. Yes, okay. But they do not trust us. No, yes. why no not? Because they can see. Sie trauen uns nicht und sie haben uns gesagt, dass wir keinem was davon erzählen sollen und dabei haben sie ganz ernst geguckt. They, it looks like they're, it looks like they're not trust. They don't trust us. Okay, so I'll just get you right. Mr. Hollings' house. Yes. I'll go there. You have to push yes. outside. Then you go to the door. Yes. Dark door. Yes. You go into a corridor. Yes. It's got yes. a little carpet by the yes. door. Wooden floor. Very yes. dark, like this door. Yes. Yeah? Yes. On the sides of the. Der Vernehmungsbeamte wiederholt jetzt, wie man zum Haus von Mr. Hollings kommt und wie das aussieht, wenn man reinkommt, welche Räume da sind, wie der Boden aussieht, wo der Schrank steht mit der Geheimtür und wenn man die Geheimtür öffnet, was man dann sieht. The dining room area, he's got a wardrobe. Yes. Then and it's all just stuffed in space. Du kannst die Geheimtür nicht wirklich sehen, sie ist sehr gut getarnt. Du musst die Kleider auseinanderschieben und dann findest du den Holzgriff dann irgendwo. It's camouflage. No, yes, it looks a but bit there's confident. A little wooden handle. Yes, yes. You can open that. Yes. But go they've got down. Exits, the thing. Aber sie haben noch zusätzliche Ausgänge, wo sie weglaufen können. Okay, also wir gehen runter in den Keller. Yes. And then in there, there's loads of cupboards. Yes, loads of cupboards and there's and in there, yes. your dad passed a. Und unten befindet sich ein geheimer Raum, in dem diese Leute alle Sex mit dir hatten. Then had sex with you yes. using plastic wheels. Yes, and then they touch each other. Okay. Ja, das stimmt alles. Und wie ich gesagt habe, haben sie meinen Bruder und mich für 50 Pfund am Tag verkauft. Jeden Tag. To any people. Any people who like Sie haben uns verkauft an Leute, die nicht in die Schule kommen oder die keine Zeit haben, tagsüber in die Schule zu kommen. Und sie haben uns dann dort behalten, damit sie dann dort mit uns Sex haben können. Like that, but then they keep me and Gabriel yeah. to do sex to whilst they got the equipment. Yeah. So they okay. got the plastic quillies. Yeah. And then they do it. And then Wir waren dann dort, wo diese Plastikdildos sind und sie haben uns für 1 bis 2 Stunden dann benutzt und Sex mit uns gehabt. Also erzähle du noch mal, was genau Sex ist. They, like sex, so they touch each so they touch each other in a private. Right. And as I said, they well I didn't tell you about this. Sie berühren sich auch gegenseitig alle an den Genitalien und dann haben sie diesen großen Holzstock. Yes, and then they put it between our legs and they hit it. Und dann schlagen sie den Holzstock zwischen unseren Beinen nach oben und treffen uns damit. Ja, ist jetzt das genau Sex? Yeah. No, but that's how they hurt us, but a real sex. Nein, das ist es nicht. Sie stecken uns diese Plastikdildos in den Hintern. Was ist denn da genau dein Hintern? So they stick in the plastic quilly in our bum, where, okay. so where the poo comes. Sie stecken den Plastikdildo dort hinein, wo der Pups rauskommt. And anywhere else? Yes, enough. Stecken sie ihn sonst noch wo rein? Ja, vorne auch noch. No. So if Wenn wir weinen oder ein anderes Geräusch machen, dann schlagen sie uns mit dem Löffel, dass wir Beulen bekommen. So they'll get a spoon. Spoon legs. Yes. What does that mean? So you get a spoon. Wir hatten dann vom Schlagen mit den Löffeln immer Beulen am Kopf, sodass es schwierig zu Hause war, dass die Mutter eventuell fragt, woher habt ihr denn die Beulen am Kopf? Aber das hat sie nie gefragt.
Das neunjährige Mädchen Alisa schildert nicht nur die Örtlichkeit des Missbrauchs, der Vergewaltigung und des Kannibalismus sehr genau und detailliert. Sie nennt auch noch alle Namen der Täter und beschreibt ihre satanischen Riten sehr genau. Der Untersuchungsbeamte, der das Mädchen vernimmt, wendet wahrscheinlich polizeiliche Gesprächstechniken an, um das Kind nicht zu sehr zu belasten, lenkt er es immer wieder vom Thema ab und möchte andere Details, wie zum Beispiel Teppichboden oder Schuhe oder sonst irgendwas, sehr genau wissen, was natürlich dann auch die Aussage unter Umständen bestätigt, wenn das Kind es sehr genau beschreiben kann und auch wieder zum Sachverhalt zurückkommen kann. Also der Polizei ist diesbezüglich kein Vorwurf zu machen, dass da vom Sachverhalt abgelenkt wird. Nun ist es so, dass dies das zweite Interview ist. Und ihr Bruder Gabriel wurde ebenfalls zu dem Sachverhalt vernommen und bestätigt das im Großen und Ganzen. Alles. Trotz dieser detaillierten Schilderung wurden keinerlei Hausdurchsuchungen gemacht, weder bei Mr. Hollings noch sonst irgendwo, sondern es wurde das Familiengericht angerufen und es entstand eine ganz andere Sache daraus, wie später die Mutter erzählen wird. Aber im zweiten Teil hören wir erst einmal Gabriel, was der dazu zu sagen hat, zu dem Ganzen. Im ersten Teil dieser Videofolge haben wir die Übersetzung der Vernehmung von Alisa gehört. Diese Vernehmung oder Anhörung fand am 5. September 2014 statt. Zwei Tage später wurde sie erneut von Steve befragt und sie bestätigte alles, was sie gesagt hatte. Es wurden auch Zeichnungen zu den Örtlichkeiten angefertigt bei der Polizei. Alisa wirkte wesentlich gelöster und entspannter bei der zweiten Vernehmung, dem Interview zwei Tage später am 11. September 2014. Alisas Bruder Gabriel wurde ebenfalls von Steve zu den Anschuldigungen befragt. Hören wir heute nun Gabriel oder Gabriel. Gabriel ist 8 Jahre alt, also 1 Jahr jünger als Alisa, und er wohnt zusammen mit dem Freund der Mutter, Abraham, im Hause der Mutter. What about year 4? How come you're missing that one? Da gibt es Probleme mit der Schule. Mein Vater ist befreundet mit der ganzen Schule. Oh ja, wirklich, ist er das? Wie kommt das? How's he friends with the whole school? They met. Wenn mein Vater in der Schule ist, dann treffen sich alle. When I was with my dad, they met. Ich hatte mal eine Lehrerin, Miss Wilma. Und sie trafen sich und dann wurden sie Freunde. Somehow, when I was with dad. Und Miss Wilma stellte meinem Vater Mr. Hollings vor, der der Lehrer meiner Schwester ist. Which is teaching my sister. And then, Nachdem Mr. Hollings von Miss Wilma meinem Vater vorgestellt wurde, trafen sie sich. When Miss Wilma tells Papa about Mr. Hollings, and Miss Wilma told Mr. Hollings about Papa then. Und sie wurden gute Freunde. And then they became best friends. Okay, so. And then he introduced Miss Regis and Miss Cecil, their sister. Okay, also dein Vater wurde der beste Freund der Lehrer. Ja. Best friends. Oh, okay, so your papa, yes, was friends with your year one teacher. Yeah. And because of that, yeah, he met the other teachers in the school. No, he had a friend called Mr. Hollings. He had a friend called Mr. Hollings, yeah, who's, yeah, the year 4 teacher. Mr. Hollings war also einmal dein Lehrer. Und wie traf er jetzt deinen Vater? Oh, Papa. Yeah, Papa. Because Miss Wilma. Your year 1 teacher. Yeah, so when they, Miss Wilma and Papa met each other, Miss Wilma introduced Papa, yeah, Papa introduced Mr. Hollings to, yeah, Papa, so Papa, yeah, understood who Mr. Hollings was, then Miss Wilma... Miss Wilma stellte Papa Mr. Hollings vor.
Okay. And Mr. Hollings knew who Papa was, and then they met once, and then they became best friends. Oh, I see. And how do you know they're best friends? They talk to each other. They talk. Woher weißt du also, dass sie beste Freunde geworden sind? Ja, wenn sie miteinander sprechen, dann habe ich zugehört und sie sagten, sie seien beste Freunde für immer. Ja, BFFs. Wann hat er dir das erzählt? Ja, als er Sex mit mir machte. Er steckte einen Plastik-Willy, einen Dildo, in meinen Hintern und er blutete dann. He touches me in a private, he touches me in a private, he sticks a Plastik-Willy in my bottom. Okay. Yes. Also dein Vater machte Sex mit dir. Er steckte dir einen Plastikdildo in den Hintern und er blutete dann. In your bottom. Yes, big fat one. Okay. So how do you know it's a plastic willy? I felt it before. Woher weißt du, dass es ein Plastikdildo war? Er ließ es mich ansehen vorher. Let me felt the willy. Wie sieht so ein Ding aus? Es sieht aus wie ein Penis, aber aus Plastik. Real willy, but it's plastic. Okay. And what else can you tell me about it? There's an order of the willies. Of a the what? Plastic. There's an order of them. High up and low down. And what does that mean? Da gibt es eine Rangfolge in den Dildos. Der braune ist der niedrigste, der goldene ist der mittlere und der weiße Dildo ist der höchste. Okay, so how many plastic willies are there? Millions. He buys them and he also makes them. Wie viele Dildos hat er? Millionen. Er macht sie selber. Er schmilzt das Plastik und gießt sie selbst. Do you know that? I've seen him making before. Ich habe gesehen, wie sie das machen. Er hat einen Freund namens Daniel und er macht die Dinger. So who's Daniel? He got brown hair. Yeah. And got white skin and he's really mean to me. Daniel ist ein übler Kerl. Er hat braune Haare, weiße Haut und er stößt mich die ganze Zeit herum und er nennt mich einen Idioten und er tritt mir in die Genitalien. Okay. We spoke about a lot there, so I just want to take it all bit by bit. Yeah. So first thing you said was about this plastic willy. And you said about three colours and the three sets, did you say? Yes. Golden is the like. Erzähle mir ein bisschen über diese Dildos. Ja, da gibt es schwarze, weiße, da gibt es Bronze, da gibt es schwarze, die sind besonders dick und die tun sehr weh. Und also mein Vater hat den größten Dildo von allen, denn er ist der Boss von dem Ganzen hier. The third? Yeah. So it's like bronze. Right, okay. So it's skin color black, you said. Yeah. And you said it looks like a real willy. Yeah. And what else can you tell me about it? It's really big and fat and it hurts really much. What do you mean? Big like, and fat? What does big and fat mean? It's really fat and it's... Can you show me that shape like again? That. Okay, so it's that fat. Yeah. And then how long is it? Sie haben viele unterschiedliche Größen. My dad got the biggest size. Because my dad is the boss of every single thing. Also ihr habt dann eine Party gehabt und... Wie war denn das? Ja, alle Kinder haben Sex mit mir gemacht. 200 Kinder. To me. All the children? Yeah. Yeah, and there's, do you know how much children there is in my school? 200. 200 children. And all 200 children do sex, yes. Es sind auch noch andere Schulen daran beteiligt. Schools are involved. And other schools as well? Yeah. And how long have you been going to that school? Since when I was 5 years old. And how old are you now? Und wie lange gehst du schon in diese Schule? Seit ich 5 Jahre alt bin. Ich bin jetzt 8 Jahre alt, also 3 Jahre. So, you're having the party, and then what's happened at the end of the party? My dad kills babies and he eats the meat. Also was passierte dann am Ende der Party? Mein Vater tötet Kinder und er isst das Fleisch der Kinder. Also jetzt lass uns erstmal über diese Party reden. Was passiert auf dieser Party? Kick me. Who? Kick me. My front privates to hurt me.
So when they stick a big plaster really in my bottom, and when it bleeds, if I cry, Sie haben mir in die Genitalien getreten und mich geschlagen. Wenn ich weine, weil sie mir einen Dildo eingeführt hatten und mein Hintern blutet dann, dann schlagen sie mich mit einem Spaghetti-Löffel. Sie schlagen mir auf den Kopf. The nurse teacher, Miss Marden, she injects me and a sleeping injection. Die Krankenschwester Miss Marden hat mir eine Injektion gegeben und dann schlief ich ein. Also ich möchte jetzt bitte nur über die Party hören und nicht über alle die anderen Dinge, denn diese geschahen offenbar an vielen verschiedenen Tagen. Ja. Wir werden darüber reden, versprochen, aber nicht jetzt. Jetzt reden wir über die Party, bitte. So you're at the party. You said you didn't really like. Magst du denn diese Partys? Nein, ich hasse sie. Warum hasst du sie? Sie schlagen und sie machen alles mögliche Zeug. Sie sind böse. Who's that? What? Who's that? You said they hit me. Who's they? Who hit you? My dad, all the teachers, my dad's friends. And where did they? Wer schlägt dich? Mein Vater, die Lehrer, die Freunde meines Vaters und auch die Eltern machen das. They're really mean to me, really mean. The parents. Sie sind sehr böse zu mir. Warum sind sie böse zu dir? Ja, sie mögen es einfach, böse zu sein. Warum mögen sie das? Why would they be so mean to you? I did nothing. Okay. So. Ich habe nichts getan, aber mein Vater hat eine sehr seltsame Religion. Well, we'll talk about that. Remember what we're going to talk about today. Kannst du dich noch daran erinnern, worüber wir gerade reden? Wir sprechen über die Party. Talking about what happens at the party. At the party, yeah. So you said they hit you. Tell me exactly what people hit. Erzähle mir genau, wer dich geschlagen hat. Da waren die Sozialdienste und mein Vater hat Freunde, die kamen auch vorbei. Also wir sprechen jetzt nicht über die Party. Erzähl mir bitte von der Party. We're not talking about the party, are we? Tell me about the party. Who hit you at the party? Wer schlug dich dort? Die Eltern machen das und die Kinder machen es dann im Namen der Eltern. Were the parents at the party? Yeah, should I tell the children names? Why was your mom not? War deine Mutter auch auf der Party? Nein, das war sie nicht. Und warum war sie nicht da? Ja, weil sie keinen Sex mit uns macht. Und warum war sie nicht eingeladen zu der Party? Because she doesn't touch us, she doesn't do sex to us. Warum war sie nicht auf der Party? Sie macht keinen Sex mit uns. She doesn't say sex to us, but... And also because she's a vegan. Right. But that's not a reason not to go to a party. Sie ist Veganerin. Ja, aber das ist doch kein Grund, jemanden nicht einzuladen. Nein, da war schon Fleisch und so weiter, aber sie ist Veganerin. The party is non-vegan. Es war also eine Non-Veganer-Party. Aber warum bist denn du dann hingegangen? Du bist doch auch Veganer. No, I'm allowed to go because... Nein, ich durfte da hingehen. Sie haben mich und sie können, was immer sie wollen, mit mir tun. Ich musste also da hingehen. Das ist doch eine Non-Veganer-Party gewesen, das verstehe ich nicht. Mein Vater ist kein Veganer, denn er hat meine Mutter auch angelogen, dass er Veganer sei. I don't understand. Right. Your mum wasn't allowed to the party because she's a vegan. Yeah, and because but you and your dad were allowed to the party, but you're vegan as well. Yeah. So I don't understand. Why? How comes... Because if we were with Mum, we'd have not went to that party. Meine Mutter wusste nichts von der Party. Also deine Mutter war nicht auf der Party. Nein. Wir waren alleine mit unserem Vater und wir konnten zur Party gehen und das machten wir auch. Party finish. Um welche Zeit war die Party beendet? Ja, die Party ging 6 Stunden lang. From what time does it start then? It starts from the morning. I'm not sure which kind of time in the morning. Sie begann am Morgen und ich kann nicht genau sagen, welche Uhrzeit sie begann. Wir hatten Unterricht vorher. You must see. Yeah. Science, we had sex party and we ate babies. Wir hatten eine Sexparty und wir aßen Babys und mein Dad belog meine Mutter, weil er kein Vegetarier ist. We've had, there's this party. Yeah. So where is the party held in the school? In the school, in the church. Wo wurde also die Party abgehalten? In der Kirche und in der Schule. So whereabouts in the church and whereabouts in the school? In the school, in the church there's a blip.
Seats and here's a little road and there's a little big... Okay. Wo wurde die Party in der Kirche abgehalten? Ja, da sind Sitze, Reihen von Sitzen und das sind 3 Stufen und dann haben wir dort oben getanzt. So you're dancing, what sort of, why was you dancing? What music were you listening to? We don't put music on, but we just dance. War da auch Musik? Nein, wir haben getanzt ohne Musik. Wer war alles da zum Tanzen? Many of the children. Everybody does. Okay. Everybody. Alle haben getanzt und alle haben Sex gemacht. Was ist Sex? They touch me in a private. Sie berühren dich an den Genitalien und sie weisen dich an, ihre Genitalien zu lecken. My dad's met the teachers. Mein Vater macht das, meine Lehrer einfach alle. So that's happened. And we didn't want to do that, but my dad made us. Mein Vater hat uns zu allem gezwungen. Meine Mom macht sowas nicht. Mein Vater war's. No? Okay. But my family doesn't do it. Meine Familie macht sowas auch nicht, nur mein Vater. So this has happened at the school. Yeah. And then das passierte also in der Schule und du sagtest, da ist auch ein Bett, wo dein Vater mit einem braunen Plastikgulli war. No, but my dad doesn't have a brown one. No? What one? Nein, mein Vater hat keinen braunen Plastikdildo. Er ist der Boss der ganzen Religion. And what's this religion called? It's not called nothing. It's not called nothing? No. Und wie ist der Name der Religion? Ja, sie hat keinen Namen, diese Religion. Wir essen Babys, wir töten sie und das machen wir alles. Schau mal. My dad killed babies and we... Mein Vater tötet Babys und er zwingt uns dazu, das zu tun. Wir machen das nicht. Wir haben das nie getan. Never on our own, never. Okay, so after 6 hours, the party's finished. Yeah. And where did you... Also nach 6 Stunden war die Party beendet. Wo seid ihr dann hingegangen? Back to your house, to my Who's mom's, your my mom's, mom's house. Yeah. Okay. Because it's home time. Wir sind dann nach Hause gegangen. Hast du denn da erzählt, dass du den schwarzen Plastikwilli in deinem Hintern hattest? Nein, wenn sie es herausfindet, dann schlägt sie mich. Und warum erzählst du es jetzt? Because Abraham, I was doing really strange behavior. Really strange. What was that? Wegen Abraham, dem Freund meiner Mutter, und meinem eigenen Fehlverhalten. Ich schlage meine Schwester und ich nehme sie bei den Haaren und schlage ihren Kopf auf den Boden und so weiter. Ran. And my sister like took a big frame and she threw in. Meine Schwester nahm einen Bilderrahmen und schlug ihn mir auf den Kopf und ich blutete sehr stark. Okay, ich sehe, ihr habt gekämpft. Ja, sehr viel. And then my mom got really stressed, really stressed. Right. So when did you tell them about what's happening? Wann hast du damit begonnen, zu Hause davon zu erzählen, als Abraham zu uns kam? Seit 4 Monaten, etwa seit Mai. Not 4 years, 4 months. Also seit Mai. Du hast doch erzählt, es ist zuletzt nach der Schule passiert. Also war das nach dem Mai. Ja. Also warum hast du dann zuerst erzählt, dass es in der Schule passiert ist? No. I didn't tell first. Nein, ich habe erzählt, dass Abraham das herausgefunden hat, dass wir uns gegenseitig berühren. Und dass wir das von meinem Vater haben. So you did you tell him or did he guess? Hast du das Abraham erzählt oder hat Abraham das angenommen von sich aus? Caught us. No, but he's caught you and your sister doing things you shouldn't be. Yeah. Then he asked me, who taught you to do? Er hat uns erwischt und dann hat er uns gefragt, von wem habt ihr das? Und wir haben ihm gesagt, von unserem Vater. And then. Okay. And then but we're still really scared. Aber wir haben immer noch sehr viel Angst vor ihm. Wir haben sehr viel Angst vor ihm. Okay. So, das war einmal die Vernehmung des 8-jährigen Gabriel, die sicher nicht ganz so eindeutig ausfiel wie die Aussage von Alisa. Erste Zweifel kommen bei mir hoch, ob die gesamte Geschichte, die von den Kindern erzählt wird, nicht doch einstudiert sein könnte. Die Kinder sagen ja im Prinzip beide dasselbe, aber weiß man's? Besser ist es, man schaut nochmal weiter. Sehen wir uns nun einen Filmausschnitt an, den wahrscheinlich Abraham und die Mutter vor einem Supermarkt aufgenommen haben. Ah!
Wir haben beschlossen, aufzuhören, uns gegenseitig zu berühren. What else are you going to stop doing? And stop touching us. And we're going to stop touching ourselves. And what else are you going to stop? And stop killing babies. Und was habt ihr noch beschlossen? Ja, wir wollen keine Kinder mehr töten. Und ihr schaut eurer Furcht ins Gesicht. Wer hat das alles getan? Und wer soll eingesperrt werden? Are you going to help us to catch? Who are you going to help us to catch? All the Peter Pans. Papa, Mr. Williams, Mr. Saul. All the policemen. All the speak social about, speak, services. Speak up, speak up. All the shopkeepers, all the cafes, all the pizza specials. Who did you mention just now? Who, Caf what? Kafkas. Who's Kafkas? People who work at Kafkas. Kafkas arbeitet für die Sozialdienste, für die Social Services mit den Kindern. And what did they do to you? Was haben sie mit euch gemacht? Sie haben uns mit ihren Plastic Willys berührt und haben Sex mit uns gemacht. Who does? Who sticks it in your mouth? Social Services. Everybody Ella. Does. All of them. Who? Wer hat das getan? Hat das eure Mutter gemacht? I do it. No. Who does it then? Papa. Who? Parents. Tell me more people. Tell me some more people, please. Parents, I'm interested. Parents, police. What about the teachers at school? Who's the main one? Look, Papa, Mr. Hollings, Mrs. Forsyth. Where's Mrs. Forsyth? She's the head teacher. Head teacher of our school. And what does she do? And she has sex. She got big. She got. Sie ist die Oberlehrerin und sie hat Sex mit uns gemacht. Was passierte in der Kirche? Wir haben dort Babys geopfert. Was meint ihr damit? Wir haben sie getötet und wir haben ihr Blut getrunken. Und wir haben sie gegessen. Is that true, Gabriel? Yes. And we danced with the skulls. You what? Ja, das stimmt. Und wir haben mit den Schädeln getanzt. Mit welchen Schädeln? The baby. Pardon? Baby skulls. The skulls of the baby. You danced with the baby skulls? Yes. Und wer tötete das Baby? Papa, me, Elisa. Who kills the babies? Papa. And what, he gets you to help him? Yes. Und ihr solltet dabei helfen. Ja, sie haben uns gesagt, wir sollen das Messer halten und Papa hat uns die Hand geführt. On our hand. So then he cuts the baby's head off. And then he tips it upside down and then we drain the blood. And then what they do? Wir haben dann das Blut getrunken. Blood. And tja, liebe YouTuber und liebe Rasdorfer, da kommen die ersten Zweifel auf, ob das nicht eintrainiert und einstudiert ist. Und wenn das so ist, warum? Ja, stellt sich die Frage. Also, so ganz eindeutig ist die Sache nicht mehr. Wenn Alisa auch professionell ihre Aussage gemacht hat, fehlerfrei, und im ersten Teil der Eindruck entstanden ist, als ob die Kinder wirklich dem Satanismus ausgesetzt waren. Und es wahrscheinlich auch waren, denn da kommen wir noch zum Schluss drauf, in Teil 3 oder 4. Es bleiben Zweifel. Es bleiben Zweifel und deshalb wird in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 3, kommen dann beide Eltern mal zu Wort. Und da bitte ich euch dann, schaut euch mal die Gesichter an. Seht in die Gesichter und hört die Worte der Leute. Wobei die Gesichter wichtiger sind. Und denkt dran, wer sich an die Nase fasst, der möchte irgendwas vertuschen. In den ersten beiden Beiträgen des Hempstead Cover-Up haben Alisa und Gabriel bei der Polizei ihre Aussage gemacht in einem Interview. Gabriel sagt in seinem Interview, dass die beiden Kinder von den Satanisten eindringlichst dazu ermahnt worden sind, den Mund zu halten und nicht über die Dinge zu reden, die in der Schule oder in der Kirche geschehen. Er sagt, dass sie bei der Ermahnung ganz böse angesehen wurden. Vor diesem Hintergrund ist vielleicht der folgende Beitrag zu sehen, in dem Alisa ihre beiden Aussagen widerruft bei der Polizei. Es wird dadurch auch deutlich, dass die Satanisten Alisa in Anführungszeichen an ihr Versprechen erinnert haben. Abraham sah, wie du deinen Bruder berührtest. Was passierte dann?
Er fragte, wer hat dir das gezeigt, Gabriel so anzufassen? Und ich sagte, Sophie hat mir das gezeigt. Sophie und ihre Freundinnen. No, someone else. And then I just said, Er glaubte mir nicht und sagte, nein, jemand anders. Und ich sagte, nein, Sophie war's. Nein, es war dein Dad, sagte er. And he said, no, it's your dad. So then I just don't really forgot blank. Okay. I just thought, why would he say my dad even though it's not true? Okay, so did your dad teach you? Ich soll das so sagen, obwohl es nicht wahr ist. Und all dieses Zeug, was in der Kirche passierte und in der Schule, ist das wirklich passiert? Nein, das ist alles erfunden. It was all made up. It's all made up. He told me to say that and I said, why Abraham, that's not true though. Okay, so but then he said, yes, that is true, so don't lie, just say that to the police. Du hast mir alle diese Dinge erzählt, dass sie herumtanzen mit Kinderschädeln und so weiter. Wie denkst du jetzt darüber? What do you think of that idea? Because he went like this. They dance around with baby skulls in the church, don't they? That's what Abraham told me. And I said, das war so. Abraham sagte, sie tanzen also in der Kirche mit Kinderschädeln herum und so. Und ich sagte, nein, das ist nicht so. Doch, das sei so, sagte er. After I kept on arguing with him, that I didn't. And then he said, that I'm not arguing with you, you did. Ich möchte mich deshalb nicht mit dir herumstreiten. Sie machen das so, sagte er. Und ich soll sagen, dass mein Vater das alles macht. Und was ist mit all dem, was am Swimmingpool passierte? Ja, das ist nicht wahr. He just plays with us with the balls there in the swimming pool and other people are there. Okay. Und was ist mit deinen Lehrern und so weiter, was du erzählt hast? Nein, sie machen das nicht. Und mein Lehrer Mr. Hollings, der kennt nicht einmal meinen Vater. So that description you That's gave at the house. Remember that time when you took us to me and gave it to show the house. Yeah. That's why we didn't show the house because we. Als wir einmal zu Mr. Hollings Haus gefahren sind, da wussten wir ja nicht einmal, wo es war. Wir sind dann an einem falschen Ort angelangt. But we didn't know which house. We just choose. Okay. So you told when we spoke you. Du hast mir das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, so viel von Mr. Hollings Haus erzählt. Ja, das ist alles nicht wahr, das stimmt nicht. Und woher weißt du das von dem Samsung-Fernseher? Ja, das ist auch nicht wahr. Der Fernseher, der ist beim Tennis drüben. Da steht Samsung drauf. Und das mit der Garderobe, das stammt aus dem Film Master Zorro. The lead of California. Yeah. He got this kind of secret passageway with the wardrobe. I just saw that. In diesem Film kommen dann Geheimgänge vor, die durch einen Schrank zugänglich sind und auch Kellerräume und so weiter. Oh, I see, that makes sense now. Ja, ich sehe, das ergibt jetzt alles einen Sinn. Du warst zweimal zum Doktor, nicht wahr? Yeah. You've been to the doctor twice. Yeah. And they but said then I just said I was really hoping that they'll find some scars or something. Why? And they did find some scars. I don't know. Ja, der eine Arzt sagte, er hofft, dass er ein paar Narben findet und ich weiß überhaupt nicht warum. Ich habe gar keinen Plan, warum der überhaupt da Narben finden wollte. You did not have any scars, so then I thought I'll get in trouble for not, because I don't have scars, then I will be not. Er sagte, wenn ich keine Narben finde, dann kann ich dir auch nicht helfen. Hat irgendjemand mal dir etwas in den Hintern gesteckt oder mit deinem Hintern gespielt oder sowas? Into your front bum. No, it's only Abraham who kicks my father. Abraham tritt mir in den Hintern und Abraham tritt mir in die Genitalien. Big boots, because it is muddy there, because it's in the mountain. Es war in den Bergen, da hat er große, dicke, schmutzige Stiefel angehabt und da trat er mir in den Hintern und auch in meinen Genitalien. But I keep on, that's why I'm so used to it, that's why I keep on going like that and I keep on running away from him when he got his boots on. Right, I see. Deshalb halte ich immer meinen Hintern fest und laufe vor ihm weg, wenn er seine Stiefel anhat. Du hast mir viel über Plastikdildos erzählt. Das ist alles nicht wahr. That was all not true because Sophie. How did you know about it? Because Sophie, she has an iPad Mini and she likes sexy stuff and all this. Sophie hat eine Menge Plastik-Willies, kleine und große, und die steckt sie dann in ihren Hintern und anderswohin und ja, daher habe ich das. And I'm 85 right now. Oh, okay. So I just remembered it from memory straight away and I just said,
Woher weiß denn Gabriel von alledem? Ja, das habe ich ihm alles erzählt. That time, well, because that time I told Gabriel that day when Sophie showed me an iPad that she showed me this kind of stuff. And he said, ew, that's yeah, that's. Also ist niemals etwas passiert, was du nicht magst. Anything you don't like. He's fun and he's a good. Okay. Und warum hast du das erfunden alles? Wegen Abraham, weil er mich schlägt und mich beleidigt. I just remembered why I saw, I know everything, but it's just all because of Abraham, because he keep on hitting me, telling me. What do you mean, keep on hitting you? Well, he keeps on saying I'm gonna not live with them, he's gonna dig a hole in the field and dig me into it and then just leave me there and. Er sagt, dass er in den Bergen ein Loch gräbt und mich da reinsteckt und dann, wenn es regnet, dann werde ich in diesem Loch ertrinken. Okay. I got too scared. And where did all this happen? Morocco. Und wo hat er das alles erzählt? Im Urlaub in Marokko. Yes, all in the middle of our holidays. Okay. So has he ever done anything in England? No. Always in Morocco. He never knew that. Okay. Okay. And you know when he said that, did he tell you that he heard my father's voice? Abram hat gesagt, er hat die Stimme meines Vaters auf Skype gehört. He heard his voice on Skype. Yeah. Yeah, that was not true. Und das ist einfach nicht wahr. Er sagt, ich soll aufhören mit Lügen und er kann durch mich durchsehen. You're lying. No, I don't believe that. Yeah. I think this is what he does. He believes in. Ich glaube, dass er an Lügen glaubt und nicht an die Wahrheit. Und ich habe ihn ja die ganze Zeit angelogen, den Abraham. Because that's why I keep on saying changing things. So I keep on saying, my father done that and then done that and then after I keep on changing things because I didn't know what to say. That's why I keep on getting hurt and that's why he thought I was lying. Okay. Das war jetzt Alisas Widerruf aller genannter Vorwürfe. Sie hat gleichzeitig für Gabriel mit widerrufen. Dazu sollte man wissen, dass Miss Forsdyke, die Oberlehrerin, eine von den Kindern ebenfalls beschuldigte Person, von der Polizei vorher zu einem Krisengespräch, zu einem Strategiegespräch, wie es genannt wird, eingeladen war. Alisa ist anders als in ihren ersten beiden Interviews sehr aufgeregt, plappert wie ein Wasserfall und begründet alles Mögliche. Die Mutter der beiden Kinder, Ella Gariva-Dierman, hat in einem späteren Hilferuf an alle Blogger bei YouTube und alle Internetseitenbesitzer die Hintergründe mal genannt. Hören wir jetzt die Mutter dazu. Hi, my name is Ella Gariva and I'm the mother of two children from Hampstead, Alisa and Gabriel. Hallo, mein Name ist Ella Gariva. Und ich bin die Mutter zweier Kinder von Hampstead, Alisa und Gabriel, die mir am 11.09.2014 weggenommen wurden. Das hier ist ein brisanter Fall und ihr könnt die Details auf unserer Website hampsteadcoverup.com und freethehampstead2.com aufrufen. Der Hampstead-Fall ist eine Kriminalangelegenheit, die vorsätzlich und schamlos vertuscht wurde durch die britischen Autoritäten. Wir haben mehr als genügend dokumentierte Hinweise, das zu beweisen. Die Rechtsprechung des beteiligten Richters ist betrügerisch und verstößt gegen verschiedene Artikel der Menschenrechte. Die Sache einer öffentlichen Strafsache wurde in einem nicht öffentlichen Familiengericht als vertraulich behandelt. In einem Fall, der sadistischen, satanischen, rituellen Missbrauch von Kindern enthält, und auch Menschenhandel, Folter und die Tötung einiger unschuldiger Kinder. Ein Fall, der niemals Sache eines Familiengerichts sein kann. Es geht auch um Machtmissbrauch durch Pervertierung der Gerichte, die anstatt Wahrheitsfindung Vertuschung betrieben haben. Die belastenden Hinweise aus einer aufgezeichneten polizeilichen Anhörung meiner Kinder durch einen speziellen Polizisten namens Jean Clermont Yahirum wurden am zweiten Tag der Untersuchung weggeschlossen, mit der Absicht, eine spätere Untersuchung zu erschweren. Die Untersuchung unterschlug die medizinischen Befunde von Spezialisten oder bagatellisierte sie. Spezialisten mit 26 Jahren Erfahrung in sexuellem Kindesmissbrauch, die genau diesen Umstand bestätigten. She dismissed and ridiculed
the medical findings of a respected medical specialist in child sexual abuse with 26 years of experience that conclusively confirmed the children's allegations. Meine beiden Kinder, Alissa und Gabrielle, leiden massiv physisch und emotional und psychologisch unter sadistischem Missbrauch in der Schule unter der Obhut ihres Vaters Ricky Dearman, der Oberlehrerin Gate Forsdyke, den Lehrern Louis Hollings, Nina Marden und dem Rest des Lehrerkollegiums an der Christchurch Schule sowie Sozialarbeitern, Eltern und Mitgliedern der lokalen Polizei. Sie wurden weiterhin von den Autoritäten missbraucht, traumatisiert und geschädigt, die sie dem Schutz der Familie und ihrer liebenden Mutter entrissen haben. They were then further abused, damaged and traumatized by the authorities, who removed them from the care of a loving mother and family. Alissa and Gabrielle were essentially jailed and held incommunicado for all this time since September 2014. Alissa und Gabrielle wurden eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten, die ganze Zeit seit September 2014. Meiner ganzen Familie, meinen Eltern, meinem Sohn, meiner Schwester, Onkel oder Tanten, alle denen sie nahe standen, wurde der Kontakt verwehrt, ohne jeglichen Gerichtsbeschluss. Mir wurden die Kinder weggenommen, weil ich nicht in der Lage bin, sie vor dem Missbrauch in der Schule zu beschützen. Seit sie in Gewahrsam sind, wurden sie bedrängt, ihre Aussagen zurückzuziehen. Und damit sollten die Verbrechen vertuscht werden. Acts were covered up. The Satanists who have my children tattoo and pierce the genitalia of the special children. Die Satanisten, die meine Kinder missbrauchen, bringen Tattoos und Piercings an den Genitalien der Kinder an, die sie missbrauchen. Ich möchte alle daran erinnern, dass diese speziellen Familien und alle Lehrer und viele Eltern Teufelstattoos auf ihren Genitalien tragen. Viele von ihnen haben unveränderliche Kennzeichen wie Muttermale, wie im Fall der Oberlehrerin Gate Forsdyke, Galina Absenz oder Nina Marden. Von der Größe eines 5-Cent-Stückes. Marks and Nina Marsden mole, the size of a 5-pence piece. All this evidence has been forwarded to the police, including the children's drawings of the distinguishing marks. Alle diese Hinweise wurden der Polizei genannt, inklusive der Dinge, die die Kinder an diesen Muttermalen machen mussten. Bis zum heutigen Tag wurde keiner der Kinderschänder untersucht oder verhaftet, einschließlich ihres Vaters. Nicht ein einziges Handy und kein Laptop wurde beschlagnahmt, mit Ausnahme des Laptops von Jean Clermont, der die Aussagen der Kinder dort speicherte. Kein Bild einer Überwachungskamera wurde angesehen und auch kein Ort durchsucht. Im Gegenteil lud man Gate Forsdyke zur Untersuchung ein, gerade nach der Aussage der Kinder am 5. September, obwohl sie als einer der Hauptangeklagten von den Kindern bezeichnet wurde, als Leiterin eines okkulten Ringes. Danach zwang man die Kinder zu widerrufen. She was named as one of the main abusers, an occult ringleader, way before the forced retraction. In spite of the well-documented cover-up, the British authorities remain quiet. Trotz der gut dokumentierten Vertuschung schweigen die britischen Autoritäten. Wir erwarten immer noch eine Antwort von den Regierungsorganisationen. Seit Mai 2015 die Kampagne zur Freilassung von Alissa und Gabrielle startete, stellten wir fest, dass die Kinderschutzorganisationen nicht in der Lage und auch unwillig sind, irgendetwas zu unternehmen. Und deshalb machen sie sich mitschuldig. Mitschuldig der Vertuschung dieses Verbrechens. For example, the NSPCC are not interested in investigating the horrendous abuse of my children.
So zum Beispiel ist die NSPCC nicht daran interessiert, diesen Kindesmissbrauch zu untersuchen. Sie sind auch nicht sehr besorgt um die Sicherheit anderer Kinder als meiner, die sadistisch durch Gruppen vergewaltigt und traumatisiert werden. Die Mehrheit der missbrauchten Kinder hat Tattoos und Piercings im Genitalbereich. Die Aufsichtsbehörde der Polizei hat zum zweiten Mal eine Untersuchung der Polizei angeordnet, ohne Ergebnis. Alle Medienverlautbarungen bekamen den Stempel Geheimhaltung aus Gründen der nationalen Sicherheit. All major media outlets were served with a defense advisory DA notice. This is a notice sent out on questions of national security. Die Bedingungen für die Anordnungen dieser Beschränkungen sind: Verhinderung öffentlicher Aufmerksamkeit von Dingen, die das Militär kompromittieren würde, oder die Geheimdienste, oder die Sicherheit dieser Dienste gefährden würden, oder wenn diese Information zu Anschlägen auf die Infrastruktur führen würde oder Leben gefährden würde. Or lead to attacks that would damage the critical national infrastructure and or endanger lives. Is the Hampstead case associated with military and intelligence operations? Der Hampstead-Fall wurde als geheim eingestuft, genau wie eine Militäroperation oder wie andere Fälle, wie der Jimmy Savile-Fall, die Franklin-Vertuschung und der McMartin-Fall. Unsere Nachforschungen beweisen das. Das bedeutet, dass alle Kinder dieses Landes sich in unmittelbarer Gefahr befinden. Ich hatte nur wenig Kontakt mit meinen Kindern zwischen September und Dezember 2014. Als meine Kinder darum baten, nach Hause kommen zu dürfen, besprachen wir zusammen einen Bittbrief an den Richter. Danach verweigerten sie mir jeglichen Kontakt. My children asked to go home, and we discussed writing the letter to the judge. All the contacts were immediately suspended. Wir wissen nicht, ob Alisa und Gabriel immer noch gefoltert und missbraucht werden. Sie wurden gekidnappt und jetzt durch diese Leute eingesperrt, die ihnen das alles angetan haben. Wir wissen nicht einmal, ob sie noch leben. Meine elterlichen Rechte wurden aufgrund der korrupten Justiz entzogen. Die lokalen Behörden sind nicht verpflichtet, Auskunft zu geben über Gesundheit und Wohlbefinden meiner Kinder. My parental rights were removed. The local authority is under no obligation to notify me on my children's health, education or well-being. Ich selbst musste Großbritannien verlassen, um mein Leben und meine Freiheit zu schützen. Man wollte mich ohne Beteiligung eines Gerichtsverfahrens festnehmen und einsperren. Eine Regierungsbeamtin veröffentlichte Gerichtsmaterial im Netz, Sabine McNeil. Hinter meinem Rücken war das und ohne mein Einverständnis, worauf am 12.02.2015 10 Polizisten und 2 Personen mit medizinischer Ausrüstung gewaltsam in meine Wohnung eindringen wollten. Ich entkam glücklicherweise. Including 2 persons with medical kits showed up at my doorstep, threatening to force entry. Luckily, I escaped. Luckily. Ich weiß, dass der Vater der Kinder, ein Serienmörder und Kannibalist, von Anfang an doppelt so viel Zeit mit den Kindern verbringen durfte wie ich. Mit Gerichtsbeschluss vom August 2015 ist er sogar der alleinsorgende Elternteil für meine Kinder. Im Hampstead-Fall zeigt sich das illegale Handeln der Polizei und der lokalen Behörden sowie die Missachtung von Rechten meiner und vieler anderer Kinder, sowie die Beugung der Gerechtigkeit durch die Gerichte. In the Hampstead case, we have witnessed the illegalities of police and local authority actions. Ignorance of children's rights. Ignorance of risks to multiple children. And the abomination of justice delivered by High Court is now supported and endorsed by the BBC. Meine Kinder wurden von den Behörden geschädigt
und rechtswidrig aus meiner Fürsorge entfernt und dann selbst durch diese Autoritäten missbraucht. Den Autoritäten, die fernerhin mich selbst einsperren möchten, dafür, dass ich die Geheimhaltungsregeln des Familiengerichtes gebrochen habe. For breaking family court secrecy rules via a thoroughly unlawful judgment. Das Gericht hat mich für Verbrechen schuldig gesprochen, die ich gar nicht begangen habe. Die Vertuschung ist offensichtlich und gibt deshalb Auskunft darüber, wie tief die kriminellen Satanisten in jede britische Autorität eingebettet sind. Darüber hinaus haben sie die volle Kontrolle über die BBC. Ganz sicher ist die BBC nicht so dumm, alle Punkte zu missachten, die vom internationalen Gerichtshof nun vorgebracht werden. They have full control of BBC News. Because surely the BBC News team are not that stupid to miss all of the points now upheld by the IPCC. We have come up with alternative ways to make general public aware. Wir haben alternative Wege beschritten, die Öffentlichkeit zu informieren. Wegen der Ungerechtigkeit, die den Kindern angetan wird. Wegen der kriminellen Aktivitäten, die in den Schulen stattfinden, in den Gerichten oder der Polizei und in den Sozialdiensten oder innerhalb der lokalen Autoritäten. Wegen der Gefahr, die von ihnen ausgeht für alle Kinder im Vereinigten Königreich. Mit verschiedenen Strategien im Hintergrund und mit massiver Unterstützung der Öffentlichkeit appellieren wir an jeden, der wegen dieser fürchterlichen Situation besorgt ist, aktiv zu werden und dem ein Ende zu setzen, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. And support our initiatives to free Alisa and Gabriel and all children held captive against their will. Unterstützt bitte unsere Initiative, Alisa und Gabriel zu befreien und auch alle anderen Kinder, die gegen ihren Willen gefangen gehalten werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, aus vollem Herzen den vielen Menschen auf dieser Welt zu danken, die Alisa und Gabriel unterstützen, indem sie Videos herstellen und teilen oder Websites oder Blogs betreiben oder sich an die Autoritäten wenden, um diese Geschichte in jeder Weise zu verbreiten. Gott möge euch alle segnen und eure Kinder frei und sicher machen. Befreit die beiden, Alisa und Gabriel, und alle anderen Kinder von diesem Bösen. And keep our children free and safe. Free the hamster too. Free Alisa and Gabriel. And all children from this evil. Die Erklärung der Mutter erklärt einigen Sachverhalt und schließt manche Lücke. Es wäre aber jetzt ungerecht, Alisa und ihre Mutter sprechen zu lassen, ohne den Vater zu Wort kommen zu lassen, dem leiblichen Vater von Alisa und Gabriel. Ricky Dearman hat ein BBC-Interview machen können. Die BBC hat sich für diesen Fall interessiert und hat auch seine Stellungnahme zu dem Hampstead-Fall ausgestrahlt mit dem Titel Zu Unrecht beschuldigter Vater. Ja, also hören wir uns jetzt mal den Teil der BBC an. It was 2014, September, and I can't remember how, but I found out that the police were looking for me. Es war im September 2014 und ich weiß nicht, wie ich herausfand, dass die Polizei mich sucht. Der Sozialdienst nahm Kontakt zu mir auf und sagte, ich müsse zur Polizeiwache gehen, weil meine Kinder, ihre Mutter, möglicherweise weggenommen werden. Ich fragte mich, warum das so ist. Und sie könnten es mir auch nicht sagen. Ich rastete ein wenig aus. Accused of. Was sagte Ihnen dann die Polizei und wessen wurden Sie beschuldigt? They said, I'm okay with what they said. It was
was it's more that it had come from my children. They'd said I'm the leader of a satanic sex cult pedophile ring. Sie sagten, ich sei der Anführer einer satanischen Sexkultsekte, eines Kinderschänderringes. Ich sei mit Sicherheit daran beteiligt und auch Teile der Polizei, der Sozialdienste und der Schule. Und ich sei der Anführer davon. Sie nahmen das Gespräch auf und der Beamte stellte mir Fragen. Ich wusste aber keine Antwort darauf. On the table from the police officer asking the questions and I don't know how to answer that to Wie war Ihre Reaktion? Es ist schwierig, darauf zu antworten, weil es verrückt ist. Meine Kinder hatten das von mir behauptet. It was the fact that my children had said this. Was haben Sie sonst noch der Polizei erzählt, was Sie getan haben sollen? They said that my children, my two children, 8 and 9. Sie sagten, also meine beiden Kinder, die 8 und 9 Jahre alt sind. Sie haben gesagt, dass ich sie sexuell missbraucht hätte und dass ich sie an Leute verkauft hätte. Meine Kinder sind so wundervoll. Ich hätte sie in diese satanische Kultsekte hineingebracht, in einen Kreis von 60, 70 oder 80 Leuten. Und sie sagten, dass wir Babys töten und kochen. It's okay. It's okay. They said that I had sexually abused them. And I was selling them to people. My kids are wonderful. I've been selling them in this satanic cult thing, not just they said by myself, but by the named 60, 70, 80 people, and they said that we're killing babies, of shipping them in, and we was cooking. Sie zeigten es mit einer Handbewegung, wie ich ihre Hand mit dem Messer geführt habe, dem Baby den Hals aufgeschnitten und das Blut abgelassen habe. Wir würden das Blut trinken und das Baby kochen. Sie nannten ein fürchterliches Detail nach dem anderen. Detail. War es so, dass der Ex-Partner ihrer Frau die Kinder gefilmt hat, als sie solche Äußerungen machten und diese Sache dann ins Internet gestellt hat? Yeah, what they did, Ja, das haben sie. Sie haben meine Kinder geschlagen mit einem Löffel auf die Beine und ihr Freund schlug meinen Sohn aufs Ohr. Die Kinder wurden gezwungen, ständig diese Behauptungen zu wiederholen, also was ich getan hätte und auch die anderen Leute alle. Sie sagten, mein Papa hat das nicht getan, worauf sie bestraft wurden. Meine Tochter, das ist krank. Punched my son in the ear, and they were told to recount these allegations of what I'd done, or supposed to have done, as well as all these other people, and
And when they wouldn't, they said, no, Papa, he didn't do this. And they said, yes, it did, you stupid little to my daughter. And sick. Ihre Kinder haben also Anschuldigungen gemacht und manche Leute haben das im Internet gesehen. Some people watching us now yes. will have clicked on them. Very much so. Ja, das haben sie. Das ein einziges Video hatte innerhalb der ersten 10 Tage 200.000 Klicks und es gibt mittlerweile hunderte davon. Aufgrund dieser Veröffentlichungen gibt es sicherlich Repressalien, denen sie ausgesetzt sind. In the world. Yeah. As a result of the spread of these clips yeah. on the internet, people sharing them, what sort of abuse did you receive? Death threats. Natürlich, gerade gestern. Man beschimpft mich als Pädo oder so. Ich verstehe das. Ich kann das verstehen. I understand. I get it. Ich möchte auf das Familiengericht zu sprechen kommen. Die Richterin hat beschlossen, das Urteil zu veröffentlichen. Ja. Richterin Porfley sagte in ihrem Urteil, ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass keine der Anschuldigungen wahr ist. Es entbehrt jeglicher Grundlage. Jene, die dieses verbreiten, sind böse und dumm. Those who've sought to perpetuate them are evil and or foolish. Well, it's true, first of all, but there's no nothing inside me going. Ja, das ist zunächst mal wahr. Ich habe darüber nicht gleich gejubelt oder mich gefreut. Ich war innerlich leer. Was sonst hätte ich fühlen können? Es kann auch nicht anders sein. Mein nächster Gedanke war, dass ich mich mehr um meine Kinder kümmern sollte und vielleicht das Sorgerecht für sie bekommen kann. Excuse me. My next thought was, okay, let's, Ricky, you've got to go and start to take things forward, getting to see your children more and basically to eventually be the care of my children. Die Richterin sagt, dass ihre Kinder gezwungen wurden, solch fürchterliche Ereignisse wiederzugeben. Gezwungen durch ihre Mutter und ihren Partner. Und dass diese Geschichten durch massiven emotionalen Druck und psychologischen Druck aufgebaut wurden. Und auch durch physischen Missbrauch, wie zum Beispiel durch Schlagen, Boxen, Treten und durch Wasserfolter. Dazu gezwungen wurden. Sie mussten halb bekleidet hinknien und wurden dann mit Wasser übergossen. Die Richterin gebrauchte das Wort Folter. She did. Can you imagine what your children have been through? Ja, das machte sie. Können Sie sich vorstellen, was Ihre Kinder durchgemacht haben? Eight and nine. Diese Kinder sind Superhelden. Ich bin sehr traurig über ihre Mutter. I tell them, when I see them. We're talking about their heads mixed up, messed up. Wir sprechen hier über die Köpfe, die verwirrt wurden. Just sick. Who? Their mom. Sie ist krank, ihre Mutter. I feel really sad for. Do you really? Sie sind traurig über sie nach allem, was sie ihren Kindern angetan hat. There's two children here who are. Hier gibt es zwei Kinder, die sind einfach zauberhaft. Sie sind fantastische Kinder und traurigerweise ist ihre Mutter kein Teil ihres Lebens. I think it's worth. Ich denke, dass das wert ist, das zu erzählen, wie weit es gegangen ist. Es gab drei Vernehmungen bei der Polizei und in den ersten beiden wurden die Anschuldigungen gemacht. Sexueller Missbrauch, Chef eines satanischen Kultes, andere Erwachsene waren beteiligt, Missbrauch an verschiedenen Orten. In Fast-Food-Restaurants, in Kirchen und in Swimmingpools. Es war erst bei der dritten Vernehmung, als sie einräumten, dass sie von dem
Partner der Mutter zu diesen Aussagen gezwungen worden sind, durch Androhung von Schlägen und so weiter. Wie haben sie reagiert, als ihre Kinder später sagten, dass dies alles nur erfunden war? When you knew that your children had said these things we've been saying are all made up, what did you, how did you respond? Das sind meine Kinder. Ich war erfreut darüber. Ihre Mutter versuchte mit immer neuen Geschichten, mir den Kontakt zu ihnen zu nehmen. Und ich schien einige Runden dieses Spiel gewonnen zu haben. Aber das war nicht so. Ich war etwas gewaltig ihr gegenüber, das gebe ich zu. Aber nicht sehr. In welcher Form war da Gewalt? Yes, on two occasions. Ich war in zwei Fällen gewalttätig. Das erste Mal wegen ihres Missbrauchs mir gegenüber. Sie versuchte mich zu schlagen, verbal vor den Kindern, also nahm ich ihre Brille und machte sie kaputt. Ich machte die Gläser raus. Ein anderes Mal packte ich sie und schüttelte sie und bat sie damit aufzuhören, mich zu schlagen. Ich fragte, warum sie das macht, und sie lachte mich an, als ob sie nicht ganz bei sich wäre. Irgendwas passt da nicht zusammen. Und das waren die beiden Ereignisse, wo ich mich gewehrt habe. Aber das war die Folge von monatelangem Missbrauch. Doing this, and she would just be glazed. There's nothing there, and she would smile at me, like she's not there. It's like it's just something's just not connecting. And so those are the two times that you can say, well, you're violent. Yeah, well, I shouldn't have done that. But this is months and months and months and months of just abuse. Diese Clips im Internet, wo diese erfundenen Dinge und Anschuldigungen an sie dokumentiert sind, die sind für immer online jetzt. Concocted and fantastical allegations, yes, are they're online forever. They are. Die Richterin sagte, dass es eine schwerwiegende Demütigung für den Rest ihres Lebens sein würde. Was können Sie als Vater tun, sich und Ihre Kinder irgendwie davor zu schützen? They're gonna have to have some help, a lot of help. Wir brauchen nun etwas Hilfe, genau gesagt viel Hilfe. Wir brauchen eine bessere Umgebung für ein positives Leben und die Möglichkeit eines besseren Verständnisses in meinen Kindern, die für die Einsicht zu jung sind, wie diese Welt nur so sein kann. Of sadly at a younger age than we should need to have to of what this world can be like. Warum hat ihre Mutter das getan? Das ist hier die Frage. Why? That is the huge question, yeah, here. It is. Die Kinder werden fragen, warum. Ja, das werden sie. They will ask why, and that's going to be a very tough. Ja, und das wird eine schwierige Frage sein, darauf zu antworten, weil die Antwort eine Aussage über ihre Mutter ist. Es geht um einen Elternteil, der den anderen den Kontakt verwehrt. Das ist offensichtlich. Ich verstehe das nicht. Das wird vielleicht in 6 Jahren einmal sein. Und generell gesagt, deprimiere ich damit meine Kinder. And this is why this is not just this case now. This is 6 years in court before in private proceedings. For me, private proceedings and the courts on an epic scale, I've let my children down. Die Richterin sprach über die Langzeitauswirkungen auf ihre Kinder aufgrund der Veröffentlichung. Die psychologische Gefahr, die von den Taten ihrer Mutter und denen ihres Freundeskreises für die Kinder ausgeht, ist unmöglich abzuschätzen. Die Internetaktivität werde wohl die stärksten Konsequenzen auf sie haben. Was glauben Sie, wird die Langzeitauswirkung auf ihre Kinder sein? We don't know the answer to this, so speculation, whatever. Wir können darauf keine Antwort geben, nur darüber spekulieren. Ich brauche nun sehr viel Geduld. Vielleicht bin ich naiv, aber ich denke, mit viel Liebe und Geduld kriegt man das wieder hin.
Ich kann nicht für meine Kinder antworten oder ihre Gedanken lesen. Mit einem besseren Verständnis könnte man ihnen die Dinge erklären, aber ja, oder sie unterrichten, ihnen die Weisheit und das Wissen geben. In einer wirklich guten Umgebung wird das schon gelingen, das glaube ich. Educate them about things and and to give them wisdom and knowledge, etc. In a caring environment, I truly think that it's going to be okay. Do you? I do. Yeah. I do. Ihre Kinder sind im Moment in Obhut, seit im September die Anschuldigungen gemacht wurden. Sie kämpfen wirklich, um sie nach Hause zu bekommen. There is no reason why the children should not come and live with me. Es gibt keinen Grund, warum die Kinder nicht mit mir leben sollten. Sie werden ein wundervolles Leben haben. Genau wie es war, als sie 1 oder 2 Jahre alt waren, als ich ihre Mutter verließ. Wir können dort wieder anknüpfen. Wie geht es Ihren Kindern jetzt? Es geht ihnen sehr gut. They're very good. Are they? Yeah. When I started seeing them under supervision. Ich habe sie auf Film gesehen. Als sie die Behandlung begannen, ging es ihnen nicht sehr gut. Sie waren oberflächlich und nervös. Wie meinen Sie das? Oberflächlich in ihren Gedanken und in ihrem Verhalten, auch im Umgang miteinander. Ich war geduldig mit ihnen, habe sie ermuntert und ihnen Liebe gegeben. Von damals bis jetzt haben sie eine Wandlung vollzogen. Es sind jetzt ganz andere Kinder. Sie haben jetzt ein strahlendes Lächeln. Just very difficult with each other. But with patience with me, and I put them right and give them a lot of love. But from the transition from then to now, they are 2 different children. These are they're smiling, they're bright, Es gibt da Gerichtsmaterial in Bezug auf alle Vorgänge, die online gepostet wurden. Macht Ihnen das etwas aus? Does that still affect you? It does. Ja, es macht mir etwas aus. Es ist negativ und niemand mag das. Wenn ich etwas falsch gemacht haben sollte, dann legt es bitte auf den Tisch. Es geht mir um die Kinder, die sicher, gesund und fröhlich sein sollen. It's really the children. This is about the children being safe, being well and being happy. So. Können Sie sich denn irgendwann in der Zukunft ein normales Leben mit den Kindern vorstellen? Es braucht natürlich eine Menge Zeit, Geduld und Liebe, aber ich weiß, dass es absolut das wieder werden wird, was es mal war. Es wird immer ein Schatten bleiben, aber der wird nicht übermächtig werden für das Leben meiner Kinder und für mich. Overwhelm the children in my life and myself's lives. It just won't. It won't. What do you think the impact on you has been? Was glauben Sie, waren die Auswirkungen auf Sie selbst? Stellen Sie sich vor, was es die Kinder gekostet hat, sich zu überwinden, damit aufzuhören, sich selbst zu schlagen, indem sie mich beschuldigten. To say this stuff. What was it that hurt the most of, in terms of those allegations? Knowing that they didn't want to say it in the first place. That's. Was war es, was am meisten an den Anschuldigungen schmerzte? Das Wissen davon, dass sie es niemals von sich selbst ausgetan hätten. Woher wissen Sie das? Von Ihrer Mutter. Jede Mutter und jeder Vater möchte beschützend erziehen. Welch eine großartige Aufgabe. Ja, das ist hart, aber auch ein Geschenk für mich, wenn die Kinder sich wieder beschützt fühlen können. I mean, what a great job. Yes, it's hard. It's a gift. So about how I feel is getting Wenn die Kinder sich sicher fühlen in der Normalität. Ich meine, das ist das Fundament und sollte es auch sein. These are just fundamentals. Should be. Yeah.
Warum wollten Sie mit uns darüber sprechen? That the children should not be put through this and parents shouldn't be stopping. Weil die Eltern nicht so sein sollten und andere Elternteile nicht davon abhalten sollten, ihre Kinder zu sehen, egal welche Dynamik zwischen ihnen vorgeht. Und dass Familienmitglieder, die die Kinder benutzen, falsch liegen. Es tut mir leid, das zu sagen. Viele Familien gehen dadurch. Viele Familien leiden. Ich muss bei mir selbst anfangen, natürlich. Myself and my children, but there are other families suffering, Falls die Mutter ihrer Kinder jetzt zuhört, wollen Sie ihr noch etwas mitteilen? As we know, yes. Should anything happen to her? Would you want anything? Yeah, yeah. I'm very angry with her. I'm very upset with her. She needs to come back. She has to stand up in court and face what she's done. Ja, das will ich. Ich bin sehr böse auf sie. Based on what's happened. Sie muss zurückkommen und sich vor Gericht hier verantworten für das, was sie getan hat. Sie muss wiederkommen, wegen dem, was passiert ist. Welche Mutter postet schon solche Videos über ihre Kinder im Internet? Niemand, der bei Verstand ist. Traurigerweise gibt es Konsequenzen für solche Aktionen, denen wir auch ins Auge sehen müssen. Ricky, thank you very much for talking to us. And thank you, Victoria. Thank you. Bis dahin mal die Stellungnahme eines Vaters, der von seiner Frau so schwer missbraucht wurde, dass er Frau und Kinder, die Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren, verlassen musste. Und der jetzt natürlich die notwendigen Schritte einleitet, das Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Im 4. Teil gehen wir mal der Frage nach, wo ist denn der Mann geblieben und hat er das Leben seiner Kinder wieder auf die Reihe bekommen und sein eigenes vielleicht auch. Im 4. Teil dann. Bleib bitte dabei. Dankeschön. Hampstead Cover-Up Teil 4. Wir haben im 1. und im 2. Teil die Anhörung von Gabriel und Alyssa gehört. Die Anhörung von Gabriel war nicht ganz zweifelsfrei, obwohl er Alyssa bestätigt hat. Die Aussagen von Alyssa bestätigt hat. Im 3. Teil haben wir die Eltern kennengelernt. Ella und Ricky. Und den Kommentaren zu entnehmen, war natürlich Ricky sehr beeindruckend in seiner Persönlichkeit. Die meisten, die Ricky jetzt über Video kennengelernt haben, waren einer Meinung. Kommen wir heute zum medizinischen Untersuchungsbericht der Universität London. Zwei verschiedene Ärzte haben die Kinder begutachtet und sind beide zu demselben Schluss gekommen. Im 3. Teil des Hampstead Cover-Up erklärt Alyssa, dass die Ärzte oder einer der Ärzte gesagt hat, dass er unbedingt Narben finden muss und auf der Suche danach ist und wenn er keine Narben findet, kann er ihr nicht weiterhelfen. Es war Teil des Widerrufs gewesen, den Alyssa gemacht hat. Auch Gabriel hat seine Aussage widerrufen. Die ärztlichen Untersuchungsberichte sprechen aber eine andere Sprache. Anders als in den Untersuchungsberichten, die in Deutschland durch den medizinischen Dienst hergestellt werden, wird in England zusätzlich noch die Familiengeschichte mit aufgeführt. Das heißt, von der Polizei Daten übernommen. Wann kam der Krankenwagen und zu welchem Zweck? Das ist alles aufgeführt. Auch der Grund, weshalb dann die Behörden eingegriffen haben, wird dargestellt, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder dergleichen. Und hier werden dann mal 4 Kategorien dargestellt.
bei denen die Polizei ausrücken musste oder der Krankenwagen, um in der Familie einzugreifen. Es wird also kategorisch dargestellt, nicht detailliert. Demnach hat der Freund der Mutter, Abraham, mehrfach Gewalt angewendet. Und Ricky Dearman ist auch aufgeführt, der allerdings dann seine Frau und seine Kinder massiv angegangen ist. Ich kann hier nur eine Kurzfassung der ärztlichen Berichte bringen. Den vollständigen Bericht, den könnt ihr euch bei YouTube, bei dem YouTube-User Lift the Veil ansehen. Ich werde dann den Namen verlinken hier in der Beschreibung. Die untersuchenden Ärzte, es sind zwei verschiedene Ärzte, sind beide an der Universität London angesiedelt, haben Gabriel und Alyssa am 12. September 2014 untersucht. Auf Narben. Und sie haben Narben gefunden im Analbereich und im Darm. Verheilte Narben, aber auch frische Narben. Und sie kommen beide zu dem Schluss übereinstimmend, dass sowohl physische Gewalt angewandt wurde, aufgrund der Narben am Kopf, an der Kopfhaut, 2 Zentimeter lang mitunter und anderen kleineren Narben. Und die Narben im Darmbereich, die deuten dann auf sexuellen Missbrauch hin. Und die untersuchende Ärztin, die war Spezialistin in Sachen Kindesmissbrauch, die hat attestiert, dass die Kinder sexuell missbraucht worden sind durch große Gegenstände und harte Gegenstände, die in den Analbereich eingeführt worden sind. So viel kann man feststellen. Alyssa sagt in ihrem dritten Interview, dass nichts von dem passiert sei, dass nichts mit dem Analbereich passiert sei, weder bei Gabriel noch bei ihr. Und dieses Attest, diese Sichtung der Narben, die spricht eine andere Sprache. Die Narben am Kopf und auch das beschädigte Trommelfell von Gabriel sind den Kindern durch Abraham zugefügt worden im Urlaub in Marokko. Abraham hat die Kinder vernommen sozusagen, er hat sie ausgefragt und hat alles dokumentiert, was sie gesagt haben, mit Zeichnungen von den Lehrern, wie sie im Intimbereich gepierst sind und welche Tattoos sie im Intimbereich haben. Das alles hat er abgefragt und dokumentiert und hat auch Gewalt angewandt. Und naja, die physischen Narben am Kopf und am Trommelfell, die stammen von Abraham. Während die Narben im Analbereich von Ricky stammen und von anderen natürlich, die an der Vergewaltigung, an der Schändung teilgenommen haben. Ich hätte jetzt natürlich gerne den ganzen Untersuchungsbericht übersetzt, so wie er im Internet zu finden ist bei Lift the Veil, aber ein Download wird durch Lift the Veil verhindert. Das geht nicht, dass man das downloadet. Insofern habe ich hier mal Auszüge präsentiert und hoffe euch mal neugierig gemacht zu haben, dass ihr mal seine Internetseite besucht und euch das in Englisch allerdings anhört. Ich werde natürlich das Original dieses Reportes dann hier in den Bemerkungen verlinken. Bevor wir jetzt aber zu den Profilen der einzelnen Akteure kommen, ich habe eine Profilanalyse erstellt, da möchte ich euch gerne noch zeigen, was eigentlich aus Ricky und den Kindern geworden ist. Hier ist zunächst einmal ein Bild von dem Moderator der Sendung Lift the Veil, von dem Kanal Lift the Veil. Und er hat herausgefunden, dass es da eine Preisverleihung gab in Los Angeles. Und zwar ein eBay-Preis, eine Filmpreisverleihung für einen Werbefilm. Und da hat also scheinbar Ricky Dearman mit seinen Kindern einen Preis gewonnen. Besucht also mal den Kanal von Lift the Veil. Denn ich kann euch das dringend mal empfehlen.
Der Junge macht sehr gute Sachen, aber man kann halt seine Videos nicht kopieren. Natürlich darf man nicht den Verdacht äußern, dass Richard Ford, der den Preis bekommen hat, und Elisa Williams und Gab Williams, Gab wie Gabriel, dass jetzt das die drei sind, aber den Verdacht kann man schon nahelegen, dass sie es sind. Betrachtet euch mal die Bilder genau. Und irgendwie besteht da auch eine Ähnlichkeit zwischen Richard, Ricky Dearman und Richard Ford, Alisa Dearman und Alisa Williams und Gabriel Dearman und Gab Williams. Die eBay-Preisverleihung fand natürlich in Los Angeles statt oder sogar in Hollywood, ist ja ganz in der Nähe. Und naja, gewisse Ähnlichkeiten sind da. Auf diesem Bild bestätigt die Mutter, jawohl, das ist Elisa. Ja, die Mutter sagt das. Und vielleicht kennt ihr ja diesen Werbefilm. Es geht da um ein Seifenkistenrennen zwischen den Kindern und Elisa und ihr Bruder nehmen teil daran und Lift the Veil sagt, jawohl, das ist die Art und Weise, wie die Satanisten uns das mitteilen. Sie zeigen die Kinder und es ist auch noch ein Werbespruch, in dem es heißt, ein Vater sei dann wohl besser als die Mutter oder sowas. Schaut euch das mal auf seiner Seite an. Ich kann nur Werbung machen für diesen American Truther. Tolle Sache, die er da gemacht hat. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Wer also unter uns noch nicht ganz degeneriert ist und wer seine Fähigkeiten der Beurteilung noch nicht verloren hat durch gewisse Techniken, die ja so segensbringend sind für uns, der kann das sehr gut beurteilen. Sind es jetzt Alisa, Gabriel und Ricky Dearman unter neuem Namen? In einer neuen Umgebung, neues Leben, neues Glück. Kommen wir jetzt einmal zu meiner Profilbeschreibung, wenn ihr euch das antun wollt. Ricky Dearman hat eine von Grund auf narzisstische Persönlichkeit. Das Erleben seiner Umwelt findet für ihn in einem Film statt, der sich außerhalb seines Geistes abspielt. Weil er keine Gefühle empfinden kann, er ist nicht zu Gefühlen fähig. Alles, was er an Gefühlen spiegelt und reflektiert, das macht er nur, weil seine Umwelt das von ihm erwartet. Es ist dargestellt, geschauspielert. Er befindet sich stets in der Rolle des Opfers, an dem es etwas gut zu machen gilt. Er selber trägt auch Sorge dafür, dass er diesbezüglich nicht zu kurz kommt in seinem Leben. Als extremer Egoist und Selbstdarsteller inszeniert er Vaterliebe aus nur einem einzigen Grund. Seine Kinder, die in der wirklichen Opferrolle gereift sind, zu ernten und in Ausbildung zu einer abgespaltenen narzisstischen Persönlichkeit auf ihrem weiteren Weg als Mentor zu begleiten. Ricky Dearman war wahrscheinlich in seiner Jugend selbst das Opfer satanischer Kreise, die ihn in gleicher Weise missbraucht haben, wie er selbst seine Kinder missbraucht. Als Pornoproduzent und wahrscheinlich auch als ehemaliger Darsteller und mutmaßlicher Snuff-Videohersteller, wie es im Internet kursiert, im Darknet werden die Dinger vertrieben, wird ihm die Produktion dieser Filme zugeschrieben, die nur gegen viel Geld erhältlich sind. Seine sozialen Bindungen reichen bis in höchste Kreise der Gesellschaft, die auf internationalem Parkett ihr Unwesen treiben. Aus Gründen der nationalen Sicherheit wurden die Angelegenheiten des Hampstead Cover-Up unter das Siegel der Geheimhaltung gestellt. Er wanderte nach Los Angeles aus und bekam dort einen neuen Namen. Heißt es, vermutet man, Richard Ford. Seine Verbindungen nach Hollywood sind offensichtlich und seine Verbindungen zur BBC ohnehin. Er bekam diesen Preis für einen Werbefilm, in dem seine Kinder eine Rolle spielten. Mein Fazit: eine reine Spekulation, eine Vermutung, das Ganze.
denn ich bin kein Fachmann. Er ist ein Opfer und ein Täter auf dem Gebiet des satanistisch-kannibalistischen Missbrauchs von Kindern, der gerade die nächste Generation für ihre Aufgabe vorbereitet. Tja, ein hartes Urteil, aber es ist das Urteil eines Laien, eines jemand, der einen gewissen Kram da erzählt, nicht maßgebend. Meine Meinung über Ella Goreva Dearman, die schockierende Entrüstung der Mutter, die ist nicht gespielt, sie ist echt. Als ehemalige Frau eines hochgradigen Satanisten ist Ella eine gespaltene Persönlichkeit, deren einzelne Charaktere nichts voneinander wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ricky Dearman eine ganz normale Frau zur Gattin hatte. Denn sie wird auch aus diesen Kreisen kommen. Auch sie selbst war Opfer schweren Missbrauchs. Als Täterin des Missbrauchs ignoriert sie die Symptome der Kinder in ihrer Opferrolle. Die Kinder fühlen sich von ihr alleingelassen in ihrer Situation der Schule und der Kirche. Eine Form der Mutterliebe kann Ella ihren Kindern nur geben, wenn der Mutterteil ihrer Persönlichkeit aktiv ist. Die Kinder sind deshalb loyal ihrer Mutter gegenüber. Ella Goreva Dearman lässt ihren Partner Abraham die volle Gewalt über die Kinder ausüben, als wäre er der leibliche Vater. Gewalt dann in Anführungszeichen natürlich. Sie schaut zu, wie die Kinder auf dem Balkon ausgesperrt werden und verweigert damit die Schutzfunktion, die Aufgabe einer Mutter sind. Sie ist eine Person mit vielen abgespaltenen Persönlichkeiten, die voneinander nichts wissen. Deshalb kommt sie in ihrer gefühlsbetonten Art auch authentisch daher. Ella wird als Zuchtstute genutzt. Ihre Aufgabe ist erledigt und aus satanischer Sicht kann sie nun von der Bildfläche abtreten, verschwinden. Von der Lichtgestalt Abraham, der ja die Kinder so unterstützt hat, der ja die Kinder psychisch gestützt hat, sie befragt hat, sie getröstet hat scheinbar, und zwar so, dass Narben am Kopf entstanden und ein Trommelfell geplatzt ist. Von dieser Lichtgestalt Abraham habe ich kein Foto. Ellas Partner ist es. Er hat den Missbrauch bei den Kindern festgestellt angeblich und prügelt das Wissen und detaillierte Informationen aus den Kindern heraus. Er dokumentiert alles, was die Kinder sagen. Er fertigt Zeichnungen an von den Lehrern mit ihren Intimpiercings und Intimtattoos. Alles nach Angaben der Kinder. Wozu? Abraham macht das alles. Und warum er das alles macht, das werde ich gleich in meiner Analyse sagen. Abraham ist vom Charakter her jähzornig und damit genau der Charakter, den Ella bevorzugt. Abrahams scheinbare Hilfe und psychologische Unterstützung der Kinder verfolgt nur einen einzigen Zweck. Er trainiert die Kinder für ihre Aussagen bei der Polizei. Die Mutter ist ja ausgewandert, verschwunden sozusagen. Der Abraham ist nirgendwo ausfindig zu machen. Das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte auch. Die beiden Kinder, Elisa und Gabriel. Gabriel hat noch keine Anzeichen einer gespaltenen Persönlichkeit, wobei ich mir aber nicht sicher bin. Während Elisa im Widerrufsvideo eine ganz andere Persönlichkeit zeigt, als in dem Video der Anklage, der ersten oder zweiten Vernehmung. Im ersten Video war sie diszipliniert, konzentriert und kindlich. Im zweiten Video schwatzhaft, unkonzentriert und pubertär. Kokettiert hat sie ebenfalls, also schon leicht pubertierend da. Ja, da bin ich mir fast sicher, dass da schon mehrere Persönlichkeiten entstanden sind. Elisa ist wesentlich intelligenter als Gabriel und von daher favorisiert für die spätere Rolle, die ihr durch ihren Vater antrainiert wird.
Beide sind aufgrund der ärztlichen Berichte Opfer physischer Gewalt durch Abraham und Opfer sexueller Gewalt durch Ricky Dearman und seine Kumpanen. Das mal alles unterstellend. Der richterliche Beschluss lautet natürlich anders. Da ist Ricky Dearman das Opfer. Ich möchte da nichts behaupten. Wie gesagt, alles die Meinung eines Laien. So, liebe YouTuber und liebe Rasdorfer, zum Schluss möchte ich euch mal meine Sicht der Dinge nennen, was ich von dem Hampstead-Cover-Up-Fall halte. Auf der ersten Ebene der Oberfläche dessen, was wir gehört haben, ist Ricky der Satanist, die Kinder sind die Opfer, die Mutter ist unschuldig und Abraham, der Stiefvater, ist derjenige, der die Kinder unterstützt und sie retten möchte, sie fördern möchte. Auf der darunterliegenden Ebene ist Abraham ein Erpresser. Jawohl, ein Erpresser, das ist meine Vermutung. Er hat gemeinsam mit der Mutter den Satanisten Ricky Dearman durch öffentlichen Druck und durch Beweise und Indizien von den Kindern, die von den Kindern stammen, erpresst. Es geht um Geld, sehr wahrscheinlich. Der Stiefbruder von Abraham ist Polizist und Abrahams Verhörungsmethoden gleichen der einer polizeilichen Vernehmung. So wie er die Kinder verhört, so macht das auch die Polizei im Interview. Sie fertigen Zeichnungen der Körper eines jeden Lehrers an und einer jeden Betreuungsperson, von der die Kinder mutmaßlich missbraucht wurden. Es werden dann unveränderliche Kennzeichen im Intimbereich dokumentiert, wie zum Beispiel Piercings oder Teufelstattoos. Das wird alles eingezeichnet durch Abraham. Die Erpressung ging also voll daneben. Abraham hat nicht mit dem Einfluss des Satanisten auf Richter, Polizei, Kirche, Schule, Sozialdienste und mit dem Einfluss auf die Medien gerechnet. Die Kinder sind aufgrund des guten Zusammenspiels zwischen Sozialdiensten und Gericht und Polizei und so weiter in die Hände der Satanisten geraten. Die Polizei arbeitet mit den Sozialdiensten und der Ärzteschaft zusammen. Diese wiederum mit den Satanisten in den öffentlichen Stellen und den Medien. Die Mutter floh aus England und Ricky und die Kinder sind in Los Angeles, wahrscheinlich mutmaßlich dort gelandet, und der Verbleib von Abraham ist nicht geklärt. Die Erpressung Abrahams war der Auslöser, dass der Fall in die Öffentlichkeit kam. Die Gegenwehr der Satanisten offenbart sämtliche Strukturen der Vernetzung dieser Satansbrut. Soweit einmal meine unmaßgebliche Beurteilung, auch die eines Laien. Vielleicht schreibt ihr mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was. Bis denn mal.